Noch eine Woche bis zum Restart der österreichischen Fußball-Bundesliga-Saison. Drunter und drüber geht es allerdings jetzt schon. Sie wissen, gegen den LASK läuft ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen die Corona-Richtlinien. Daraufhin hat der LASK zum Gegenschlag ausgeholt und bei der Bundesliga Material deponiert, das angeblich auch andere Vereine belastet. Über all das und über die Planungen, die Zukunft betreffend, mag ich jetzt sprechen mit dem Vorstandsvorsitzenden der Bundesliga, der ist mir jetzt per Skype zugeschaltet. Hallo Christian Ebenbauer. Hallo, danke für die Einladung. Vielen Dank für deine Zeit wieder einmal. Inzwischen bist du ja fast schon so etwas wie Stammgast. Wir freuen uns immer wieder über Updates aus dem Bundesliga-Geschehen. Hand aufs Herz, was überwiegt denn bei dir dieser Tage? Die Vorfreude, dass es bald wieder losgeht, oder das Ärgernis über die Begleiterscheinungen? Nein, in erster Linie natürlich die Vorfreude, und ich hoffe, dass es wirklich ein toller Start wird. Ich freue mich schon aufs Cup-Finale am Freitag, dass man endlich wieder die Kugel rollen sieht. Dass darüber hinaus derzeit viel Arbeit an vielen Ecken stattfindet, ist klar. Und dass man mit den Stolpersteinen rechnen muss und die aus dem Weg schaffen muss, das gehört zum Arbeitsalltag dazu. Ich mag bei den Stolpersteinen gerne noch ein bisschen bleiben und dich zunächst einmal auf den LASK ansprechen. Wie ist denn der aktuelle Stand der Causa, was die Ermittlungen angeht? Beziehungsweise wie wahrscheinlich ist es, dass es vor Saisonende oder vielleicht sogar noch vor Saisonbeginn auch noch ein rechtskräftiges Urteil gibt? Also meinen Informationen nach findet die Woche noch die erste Verhandlung statt. Ich hoffe, dass das in der 1 dann schnell zu einem Ergebnis kommt. Dann muss man natürlich je nach Ergebnis abwarten, ob der LASK Protest gegen die Entscheidung einwendet, wenn auch eine Sanktion stattfindet. Da ist eine Protestfrist von 14 Tagen vorgegeben. Und dann, falls auch das Protestkomitee, welches Verband sind, der endgültig entscheidet, dann eine Entscheidung trifft, die der LASK noch bekämpfen will, dann kann er noch zum Schiedsgericht gehen. Und dann sind wir auf jeden Fall erst im Juni beziehungsweise vielleicht sogar im Juli. Das heißt, es kann auch sein, dass die Meisterschaft zu Ende gespielt wird und der Meister noch gar nicht feststeht? Das hoffe ich natürlich nicht, weil es hat, glaube ich, jeder ein Interesse daran, und auch der LASK, falls er die Rechtsmittel ausschöpft, dass es schnellstmöglich zu einer Entscheidung kommt. Und da geht es ja nur um das Ausnützen der Fristen. Man muss ja nicht jede Frist bis zum letzten Tag ausnützen. Jetzt hat der LASK, also das ist ja inzwischen hinlänglich bekannt, auch angeblich belastendes Material andere Vereine betreffend bei der Bundesliga deponiert. Von wie vielen Vereinen ist denn da die Rede? Wie viele werden denn da beschuldigt oder belastet? Ich möchte keine genaue Zahl jetzt nennen. Es sind Fotos von ein paar Vereinen übermittelt worden. Wir haben die Vereine jetzt zur Stellungnahme aufgefordert, werden uns im Vorstand jetzt damit auseinandersetzen, weil die Stellungnahmefrist endet heute beziehungsweise morgen, und dann werden wir entscheiden, ob wir in diesen Causen auch noch weitere Schritte setzen oder nicht, und werden das natürlich auch verkünden. Wie dramatisch sind denn die Bilder, die du da zu Gesicht bekommen hast? Du hast im ORF-Interview schon gemeint, also ein Erdbeben erwartest du nicht. Ist das nicht schon ein bisschen eine Beeinflussung des Strafsenats? Achso, nein, weil die Fotos liegt ja in erster Linie beim Vorstand, ob überhaupt angezeigt wird, wenn es jetzt um die anderen Vereine geht. Das liegt noch gar nicht beim Strafsenat. Da müssen wir zuerst entscheiden, ob wir es überhaupt zum Strafsenat bringen. Und dass Bilder natürlich auch was anderes sind als Laufbilder, ist klar. Geschweige denn, dass es natürlich darum geht, was ist auf den Bildern zu sehen, beziehungsweise wie intensiv, beziehungsweise wo sind etwaige Verstöße. Wir als Verband haben die Aufgabe, und deswegen haben wir im Vorstand den LASK auch angezeigt, dass es um den Fairplay-Gedanken geht, um die Wettbewerbsintegrität, um die Wettbewerbsgleichheit. Da müssen wir noch für uns vier feststellen, ob das aus unserer Sicht anzeigewürdig ist oder nicht. Und dann gibt es ja noch eine Corona-spezifische Baustelle, nämlich Rapid betreffend. Sie wissen, es gab ein Krone.at oder Krone.tv-Video, auf dem zu sehen ist, wie zwei Rapidler bei einer Übung ineinander prallen oder gegeneinander laufen, ineinander laufen, wie auch immer sie das haben wollen. Und jetzt ist noch nicht so ganz klar, ob auch gegen Rapid ermittelt wird oder nicht. Wie ist denn, Christian Ebenbauer, diesbezüglich der aktuelle Stand? Ja, auch hier, wir behandeln alle Punkte gleich oder alle Fotos beziehungsweise dieses Video gleich. Ich habe schon eine Stellungnahme abgegeben. Wir werden aber gleichzeitig über alle Clubs befinden, ob wir weitere Schritte setzen. Fakt ist aber auch, dass es bei Rapid sich um ein öffentliches Training gehandelt hat, wo das Kleingruppentraining grundsätzlich eingehalten wurde, aber in einer Situation der Mindestabstand verletzt wurde, nach den Informationen, die wir derzeit haben.
Also es scheint ja wirklich evident zu sein, dass der Hintergrund und die Systematik bei Rapid eine ganz andere ist oder war, als das beim LASK war. Übrigens der entsprechende Krone-TV-Redakteur bestätigt auch, dass das wirklich eine Ausnahmesituation war und es im gesamten Training zu keinen sonstigen derartigen Zwischenfällen gekommen ist. Trotzdem erlaube ich mir schon die Frage, ob sich die Bundesliga nicht auch den Vorwurf gefallen lassen muss, mit zweierlei Maß zu messen, wenn gegen Rapid kein Verfahren eingeleitet wird. Weil auch wenn der Tatbestand ein anderer ist, dann könnte man ja sagen, okay, man muss ja nicht die gleichen Strafen wie beim LASK verhängen. Also das geht ja dann auch eine Stufe drunter. In erster Linie muss ich mich mal beim zuständigen Krone-Redakteur bedanken, weil auch mit dem hatten wir Kontakt und haben natürlich nachgefragt, weil wir alles gänzlich aufgeklärt haben wollen, schon im, wenn man so sagen will, im Vorverfahren, sprich ob es überhaupt zu einem Verfahren kommt oder zu einer Anzeige. Aber hier ist einfach der Punkt wesentlich, um auf deine Frage zurückzukommen. Uns geht es nicht darum, wir sind nicht die Polizei, wir sind nicht dazu da, um jetzt auch im öffentlichen Bereich beziehungsweise im Stadionbereich festzustellen, ob eine Verletzung der Mindestabstände in dem Sinn stattgefunden hat, beziehungsweise wenn es Einzelfälle sind, sondern für uns geht es darum, ob eben systematisch beziehungsweise über einen längeren Zeitraum oder auch bei einigen Trainingseinheiten, wie es im Raum steht, sich ein Wettbewerbsvorteil verschafft wurde oder nicht. Und das ist der Riesenunterschied zu dem, was unsere Aufgabe ist als Fußballverband, im Gegensatz zur Einhaltung der öffentlichen Verordnung beziehungsweise der öffentlichen Gesetze. Gibt es eine Tendenz aktuell in der Causa Rapid? Die möchte ich derzeit noch nicht bekannt geben, aber wir werden bald im Bilde damit an die Öffentlichkeit. Einen Versuch war es zumindest wert, auch wenn ich mir erwartungsgemäß ein bisschen die Zähne ausgebissen habe an dir. Deswegen mag ich dich jetzt noch zu einer anderen Causa befragen, nämlich zum Umstand, dass insgesamt, glaube ich, 15 Spiele wieder im ORF zu sehen sein werden von der neuen oder von der laufenden und jetzt wieder beginnenden Fußballsaison. Das ist ein Umstand, der dich persönlich wie glücklich macht, Christian. Ich glaube, in dieser Ausnahmesituation ist das ein wichtiges Zeichen von unserem Hauptlizenznehmer von Sky, dass man eben der Öffentlichkeit auch Free-TV-Spiele vollgeben will, natürlich auch ein Nutzen durch die wirtschaftlichen Gegebenheiten. Ich glaube, für den ORF ist es auch eine gute Situation, dass er jetzt auch Free-TV-Spiele hat in den nächsten 2 Monaten und für uns klarerweise auch. Deswegen gibt es hier aus meiner Sicht nur Gewinner, weil für die Bundesliga und die Clubs ist es natürlich wichtig, dass möglichst viele Menschen jetzt die Möglichkeit haben, auch Live-Content zu sehen. Und darüber hinaus natürlich auch die Sichtbarkeit für die Sponsoren eine höhere ist, nachdem wir jetzt in den letzten Monaten ja leider nicht spielen konnten. Hast du den Grant von Sturm Graz und Hartberg verstanden? Und zwar darüber, dass sie im ursprünglichen ORF-Sendeplan oder Spielplan überhaupt nicht vorgekommen sind. Das wurde ja nachträglich geändert. Ja, das ist seit Jahr und Tag ein Thema. Ich darf nur zurückerinnern, wie wir jetzt über 10 Jahre lang ein Live-Spiel pro Runde hatten. Wir hatten immer das Thema die Ausgewogenheit und die Auswahl. Das ist natürlich ein Thema, das wir auch forcieren, weil uns wichtig ist, dass der ganze Bewerb gleichmäßig gezeigt wird und die Mannschaften bestmöglich abgebildet werden, nämlich alle. Auf der anderen Seite stehen natürlich wirtschaftliche Interessen bei dem einen oder anderen Partner dahinter. Und hier bin ich noch froh, dass es eben noch eine Änderung gegeben hat. Fakt ist aber auch, die Bundesliga selbst hat vor 2,5 Jahren die Rechte an Sky verkauft. Damals konnte man noch nicht damit rechnen, dass wieder wöchentlich ein Spiel oder sogar 2 Spiele im Free-TV sind. Und deswegen liegt das Auswahlprozedere bzw. die Auswahlmöglichkeit eben auch bei den TV-Partnern. Deutschland ist ja, was den Restart angeht, Österreich um 2 Wochen voraus. Man hat bei der deutschen Bundesliga bei den Übertragungen gesehen, dass sämtliche Sky-Reporter mit Masken aufgetreten sind, auch vor der Kamera. Weißt du, ob das in Österreich auch so sein wird? Es ist bei unserem Präventivkonzept, das ja, ich glaube, sehr intensiv ausgearbeitet wurde und vor allem auch sehr detailliert, dass man in den Freiräumen dieselben Regelungen gelten für die Personen wie auch im öffentlichen Raum, sprich im Bereich auf jeden Fall die Masken, im Outdoor-Bereich, wenn die Sicherheitsabstände eingehalten sind, nicht. Wie genau hat denn die Bundesliga überhaupt das Prozedere in Deutschland verfolgt? Was hat man sich abschauen können davon? Ja, schauen tun wir natürlich, aber man muss schon bedenken, dass es auch völlig andere Voraussetzungen sind in Deutschland, vor allem aus infrastruktureller Sicht. Also auch vom Aufwand her ist es jetzt natürlich auch eine Änderung dadurch, dass der ORF als weiterer Partner jetzt auch wieder vor Ort sein wird und hier auch noch Personen benötigt werden. Da wird das Korsett schon relativ eng.
Aber in erster Linie schauen wir nach Deutschland. Jetzt habe ich gerade noch mit Schweizer Kollegen wieder gesprochen, weil die wieder auf uns schauen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass alle voneinander lernen. In Deutschland wird dieser Tage auch sehr heiß über die sogenannte 50-plus-1-Regel diskutiert. Es geht also um die Frage, ob nach Corona vielleicht die Stunde der Investoren schlägt. Wie bewertest du denn diese Diskussion österreichspezifisch? Ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht. Ich persönlich bin froh, dass wir in den schon länger als selbst in Deutschland die 50-plus-1-Regelung haben. Und gerade in so einer Zeit, in so einer Ausnahmesituation, wo dann danach die Liquiditätsengpässe, die finanziellen Engpässe erst richtig aufschlagen werden, dass diese gut ist, um einfach den Wettbewerb zu sichern, ist meine Meinung. Die andere Geschichte, beispielsweise, wenn man in die Schweiz verweist, wo es eine Regelung nicht gibt, und selbst dort hat man ja gesehen, was passiert, wenn plötzlich ein Investor über Tag nicht mehr im Land oder über Nacht aus dem Land ausfliegt und die Meisterschaft plötzlich mit 10 Clubs beendet werden konnte. Das ist aus meiner Sicht zu vermeiden. Allerdings natürlich in der Not werden wahrscheinlich sämtliche Bestimmungen, die überarbeitet werden, diskutiert werden. Aber meine Meinung ist ganz klar, 50% ist ein guter Weg. Wobei in Deutschland, jetzt letzte Frage dazu, selbst sogenannte Anti-Kommerz- oder Traditionsvereine schon damit liebäugeln, vielleicht 50+1 doch kippen zu wollen, wenn es eben ums Überleben geht. Ja, das ist genau das, was ich meinte, dass man eben nicht sagen kann, was kommt, wenn es wirklich ums Überleben geht. Es ist eine Zweidrittelmehrheit in der Hauptversammlung, die hier, wo Beschlüsse über die Lizenzbestimmungen gefasst werden können. Diese Bestimmung ist in den Lizenzbestimmungen enthalten. Ich glaube, richtig oder falsch ist da schwierig, sondern einfach nur, in welche Richtung will man gehen und was ist, und für mich das Wichtigste in meiner Verantwortung ist einfach, den Wettbewerb zu sichern. Und da ist, glaube ich, 50+1 ein guter Ansatz. Vielleicht zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Auf wie viele Stunden Schlaf bringst du es denn dieser Tage? Soll keine Anspielung sein, höchstens darauf, dass es wahrscheinlich arbeitsreiche und arbeitsintensive Tage sind dieser Tage, oder? Ja, das ist richtig. Ich versuche das Schlafpensum zu erhöhen schon langsam, aber irgendwie wird jeden Tag dann doch was Neues, doch etwas Niedriges. Zum Beispiel Interviewanfragen aus der Krone-Redaktion. Das gehört zum Leben dazu, zu meinem Amt. Dankeschön. Sehr diplomatisch aus der Affäre gezogen, Christian Ebenbauer. Vielen Dank wieder mal für deine Zeit. Wir wünschen uns natürlich alle einen reibungslosen Restart in der Bundesliga. Alles Gute und liebe Grüße. Dankeschön, an euch auch. Ciao.